Frank Fu und sein Schüler wanderten die Straßen entlang kreuz und quer durch das Königreich Han in Japan. Sie kamen nur langsam voran, denn in der Nacht blieb Wang Fu stehen, um die Sterne zu beschauen und am Tage, um die Libellen zu betrachten. Sie hatten wenig Gepäck, denn Wang Fu liebte das Bild der Dinge und nicht die Dinge selbst. Und kein Gegenstand auf der Welt schien ihm wert zu sein, erworben zu werden. Es seien denn Pinsel, Chinalack und Tusche, Seidenrollen und Reispapier. Sie waren arm, denn Wang Fu handelte für seine Bilder nur eine Portion Gerstenbrei ein und verschmähte Geld. Wie hier im Garten, es geht ja auch nicht um Geld, sondern wenn jemand was macht, kriegt er einen Salat. Sein Schüler Ling, unter einem Satz voll Skizzen gebeugt, krümmte den Rücken so andächtig, als trüge er eine Himmelskuppel. Und in seinen Augen war dieser Sack auch wirklich mit Schneegebirgen, Frühlingsflüssen und dem Angesicht des Sommermonds angefüllt. Ling war nicht dazu geboren, wie ein Landstreicher neben einem Mann einherzuwandern, der das Morgenlicht einfing und das Abendbrot festhielt. Sein Vater war Goldwechsler gewesen, seine Mutter das einzige Kind eines Jadehändlers, der ihr, nicht ohne sie zu verfluchen, weil sie kein Sohn war, all seinen Besitz vermachte. Ling war in einem Haus aufgewachsen, aus dem der Reichtum allen Zufall verbannte. Dieses sorgfältig abgeschützte Leben hatte ihn scheu gemacht. Er fürchtete sich vor Insekten, vor dem Donner und vor dem Angesicht der Toten. Als er 15 Jahre alt war, suchte ihm sein Vater einen Freund und er wählte eine sehr schöne Frau. Denn der Gedanke an das Glück, das er seinem Sohn mit ihr bereiten würde, tröstete ihn darüber, dass er selbst in einem Alter stand, in dem die Nacht nur noch zum Schlafen da ist. Links Weib war schlank wie Schilfrohr, kindlich wie Milch, weich wie das Wasser im Munde, salzig wie die Tränen. Die Eltern trieben das Zartgefühl so weit, gleich nach der Hochzeit zu sterben. Und so blieb ihr Sohn allein in dem zinnoberrot bemalten Haus zurück mit seiner jungen Frau, die unaufhörlich lächelte, an einem Pflaumenbaum, der jeden Frühling rosige Blüten trieb. Ling liebte diese Frau mit dem unschuldigen Herzen, wie man einen Spiegel lieben würde, der sich nie beschlüge, oder einen Talisman von immerwährender Wirkkraft. Er besuchte die Teehäuser, um der Mode zu gehorchen, und schenkte Akrobaten und Tänzerinnen maßvoll seine Gunst. Eines Nachts hatte er in einer Kneipe Wang Fu zum Tisch gefährt. Der Greis hatte betrunken und in diesem Zustand desto besser einen Betrunkenen malen zu können. Er hielt den Kopf zur Seite geneigt, als schätze er angestrengt den Abstand, der seine Hand von seiner Tasse trennte. Der Reisschnaps lockerte dem schweigsamen Künstler die Zunge und Wang sprach an diesem Abend, als sei das Schweigen eine Mauer und die Wörter Farben, sie zu bedecken. Durch ihn erkannte Ling die Schönheit in den vom Dunst der warmen Getränke verschwimmenden Gesichtern der Trinker, im braunen Glanz der Braten, wenn das Feuer ungleichmäßig über sie hinzündete, und in den Weinflecken von erlesenem Rosa, mit denen das Tischtuch wie mit welken Blütenblechern übersät war. Ein Windstoß drückte das Fenster auf. Das Gewitter drang ins Zimmer. Wang Fu beugte sich vor, um Ling die bleichen Streifen des Blitzes bewundern zu lassen. Und Ling, voll Staunen, hörte auf, sich vor dem Gewitter zu fürchten. Ling bezahlte die Zeche des alten Malers und da Wang Fu weder Geld noch einen Gastgeber hatte, bot er ihm bescheidentlich ein Nachtlager an. Ling hielt eine Laterne, ihr Schein spiegelte unerwarteten Lichtglanz in die Pfütze. An diesem Abend erkannte Ling voll Staunen, dass die Mauern seines Hauses nicht rot waren, wie er geglaubt hatte, sondern von der Farbe einer überreifen Orange. Im Hof bemerkte Wang Fu die zarte Form eines Strauches, der bis dahin niemandem aufgefallen war, und verglich ihn mit einem jungen Weib, das sein Haar trocknet. Im Gang verfolgte er verzückt den zögernden Lauf einer Ameise entlang den Mauerritzen, und Links Abscheu vor solchem Getier schwand. Da begriff er, dass Wang Fu ihm eine neue Seele und eine neue Art zu sehen geschenkt hatte, und ehrfurchtsvoll bettete er den Greis in das Zimmer, in dem sein Vater und seine Mutter gestorben waren. Seit Jahren träumte Wang Fu davon, das Bildnis einer Prinzessin.
Prinzessin aus vergangenen Zeiten zu malen, die unter einer Weide die Laute schlüge. Keine Frau war unwirklich genug, um ihm als Vorbild zu dienen, aber Ling konnte es, da er keine Frau war. Danach sagte Wang Fu, er wolle einen jungen Prinzen malen, der am Fuß einer großen Zeder den Bogen spannte. Kein junger Mann seiner Zeit war unwirklich genug, um ihm als Vorbild zu dienen, da hieß Ling seine eigene Frau unter dem Pflaumenbaum im Garten Modell stehen. Danach malte Wang Fu sie im Gewand einer Fee zwischen Abendwolken und die junge Frau weinte, denn das war ein Vorzeichen des Todes. Seit Ling die Bildnisse, die Wang Fu von ihr malte, ihr selber vorzog, wurde ihr Gesicht schlaff, wie eine Blume im weißen Wind oder im Regen. Eines Morgens fanden sie sie aufgehängt an den Ästen des rosa blühenden Pflaumenbaumes. Die Enden des Schals, der sie würgte, wehten in ihrem Haar. Sie erschien noch schmaler als gewöhnlich und rein wie die Schönen in den Gedichten aus alter Zeit. Wang Fu malte sie ein letztes Mal, denn er liebte die grünliche Tönung auf dem Gesicht der Toten. Sein Schüler Ling rieb die Farben und diese Arbeit verlangte so viel Hingabe, dass er vergaß, Tränen zu tun. Ling verkaufte nach und nach seine Sklaven, seine Jadefiguren und die Fische aus seinem Brunnen, um seine Meistertöpfe mit Purpurtinte zu beschaffen, die aus dem Abendland kamen. Als das Haus leer war, verließen sie es und Ling schloss mit der Tür seine Vergangenheit ab. Wang Fu war dieser Stadt überdrüssig geworden, in der die Gesichter ihm kein Geheimnis, weder der Schönheit noch der Hässlichkeit, mehr lehren konnten. Und so begaben sich Meister und Schüler auf die Wanderschaft durch das Königreich Han. Ihr Ruf eilte ihnen voraus, in die Dörfer, an die Schwellen der Festungen und unter die Säulengänge der Tempel, wo des Abends die ruhelosen Wallfahrer Zuflucht suchten. Man sagte, Wang Fu besäße die Macht, durch einen letzten Farbtupfer, den er auf die Augen setzte, seine Bildnisse zum Leben zu erwecken. So kamen die Bauern zu ihm und baten, er möge ihnen einen Wachbund malen, und die adligen Herren wollten Soldatenbilder von ihm haben. Die Priester ehrten Wang Fu als einen Weisen, das Volk fürchtete ihn als einen Zauberer. Wang war erfreut über diese unterschiedlichen Meinungen, erlaubten sie ihm doch rings um sich den Ausdruck der Dankbarkeit, der Furcht und der Verehrung zu studieren. Ling erbettelte das Essen, erwachte über den Schlaf des Meisters und nützte dessen Verzückungen, um ihm die Füße zu massieren. Bei Tagesanbruch, wenn der Kreis noch schlief, ging er auf Jagd nach heimlichen, hinter Binsendickicht verborgenen Landschaften. Am Abend, wenn der Meister entmutigt seine Pinsel zu Boden warf, las er sie wieder auf. Wenn Wang traurig war und von seinem hohen Alter sprach, wies Ling ihm lächelnd den starken Stamm einer alten Eiche. Wenn Wang fröhlich war und scherzhaft Reden führte, gab Ling sich demütig den Anschein, als höre er ihm zu. Eines Tages kam sie bei Sonnenaufgang an die Außenbezirke der Kaiserstadt und Ling suchte für Wang Fu eine Herberge, in der sie Nacht verbringen könnte. Der Alte wickelte sich in seine Lumpen und Ling legte sich an seine Seite, um ihn zu wärmen. Denn der Frühling war erst im Kommen und der Fußboden aus gestampftem Lehm noch gefroren. Im Morgengrauen dröhnten schwere Schritte im Gang der Herberge. Man hörte das erschrockene Gezischel des Wirts und laute Befehle in barbarischer Sprache. Ling zitterte, denn ihm fiel ein, dass er am Tag zuvor einen Reiskuchen für die Mahlzeit seines Meisters gestohlen hatte. Er zweifelte nicht, dass man ihn verhaften würde, und fragte sich, wer am morgigen Tage Wang Fu helfen würde, die Furt des nächsten Flusses zu durchschreiten. Die Soldaten traten mit Laternen ein. Die Flammen, durch das bunte Papier gefiltert, warfen roten und blauen Schimmer auf ihre Lederhelme. Bogensehnen vibrierten an ihren Schultern und sie wüsteten unter den Soldaten und brachten unvermittelt in grundloses Gebrüll aus. Mit schwerer Hand griffen sie Wang Fu am Genick, der nicht umhin konnte zu bemerken, dass ihre Ärmel nicht auf die Farbe ihrer Mäntel abgestimmt waren. Gestützt von seinem Schüler stolperte Wang Fu die unebenen Straßen entlang hinter den Soldaten rein. Die Leute liefen zusammen und höhnten die beiden Verbrecher, denen man zweifellos den Kopf abschlagen würde.
Auf alle Fragen wank Fuß, schnitten die Soldaten nur wilde Fratzen. Seine gefesselten Hände schmerzten und in seiner Verzweiflung betrachtete Ling seinen Meister lächelnd, was für ihn eine zärtlichere Art des Weines war. Sie kam an die Schwelle des Kaiserpalastes, dessen violette Mauern wie Streifen von Abendlicht in den hellen Tag ragten. Die Soldaten ließen Wang Fu unzählige viereckige oder runde Säle durchschreiten, deren Formen die Jahreszeiten, die Himmelsrichtungen, Mann und Weib, die Langlebigkeit, die Vorrechte der Macht symbolisierten. Die Türen, denen jede beim Auf- und Zugehen einen Ton von sich gab, waren so angeordnet, dass man die ganze Tonleiter durchlief, wenn man den Palast von Osten nach Westen durchquerte. Alles vereinigte sich, um die Vorstellung von übernatürlicher Macht und Erhabenheit zu erwecken. Und man fühlte, dass die geringsten Befehle, die hier ausgesprochen wurden, endgültig und schrecklich sein mussten wie die Weisheit der Ahnen. Zuletzt wurde die Luft dünn und das Schweigen so tief, dass selbst ein Gefolterter nicht zu schreien gewagt hätte. Ein Eunuch hob den Vorhang. Die Soldaten erschauerten wie Weiber und die kleine Schar betrat die Halle, in der Sohn des Himmels ruhte. Es war eine wandlose Halle, getragen von starken Säulen aus blauem Marmor. Jenseits der Säulen entfaltete sich üppig ein Garten. Jede Blume, die in seinen Beeten wuchs, gehörte einer seltenen, aus Ländern jenseits der Meere stammenden Gattung an. Aber keine duftete, denn man fürchtete, die Meditationen des himmlischen Drachen könnten durch die Wohlgerüche gestört werden. Aus Ehrfurcht vor dem Schweigen, in dem seine Gedanken dahinflossen, war kein einziger Vogel geduldet. Ja, selbst die Bienen hatte man verjagt. Eine riesige Mauer schied den Garten von der übrigen Welt, damit der Wind, der über verendete Hunde und über die Leichen auf den Schlachtfeldern weht, sich nicht erdreistete, des Kaisers Ärmel zu streiten. Der himmlische Meister saß auf einem Thron aus Jade und seine Hände waren faltig wie die eines Greises, obwohl er kaum 20 Jahre zählte. Sein Gewand war blau, um den Winter darzustellen, und grün, um an den Frühling zu erinnern. Sein Gesicht war schön, aber fühllos, wie ein zu hochgestellter Spiegel, der nur die Sterne und den unerbittlichen Himmel auffangen würde. Zu seiner Rechten hatte er den Minister der vollkommenen Freuden und zur Linken seinen Rat der gerechten Strafe. Da seine Höflinge, die an den Säulen entlang standen, die Ohren spitzten, um auch das winzigste Wort, das über seine Lippen käme, zu verstehen, pflegte er sehr leise zu sprechen. Himmlischer Drache, sagte Wang Fu, der ehrfürchtig ihm zu Füßen lag, ich bin alt, ich bin arm, ich bin schwach. Du bist der Sommer, ich bin der Winter. Du hast 10.000 Leben, ich habe nur eines. Und dieses eine geht zu Ende. Was habe ich dir getan? Man hat meine Hände gebunden, die dir niemals Schaden zugefügt haben. Du fragst, was du mir getan hast, alter Wang Fu, sagte der Kaiser. Seine Stimme war so melodisch, dass man hätte weinen mögen. Er erhob seine Rechte, die im Widerschein des Jadebogens blassgrün wie eine Unterwasserpflanze erschien, und erstaunt über die Länge dieser schlanken Finger, forschte Wang in seinem Gedächtnis, ob er nicht vom Kaiser oder seinen väterlichen Verwandten ein mittelmäßiges Bildnis gemalt habe, um dessen Willen er den Tod verdiene. Aber das war nicht wahrscheinlich, denn bisher war Wang Fu wenig am Hofe des Kaisers verkehrt, dem er die Hütten der Bauern vorgezogen hatte, oder in den Städten die Viertel der Kurtisanen und die Hafenkneipen, in denen die Lastträger sich aufen. Du fragst mich, was du mir angetan hast, alter Wang Fu, wiederholte der Kaiser, während er seinen langen, dünnen Hals gegen den Greis neigte, der zu ihm aufhörte. Werde ich dir sagen, wie aber das Licht der anderen sich nie durch unsere neuen Öffnungen in uns einschleichen kann, so muss ich mich auch, um dir deine Probleme zu vergegenwärtigen, durch die Stollen meines Gedächtnisses führen und dir mein ganzes Leben erzählen. Er veränderte die Stimme, um deutlicher zu klingen. Genau. Mein Vater hatte eine Sammlung deiner Bilder in den geheimsten Gemächern des Palastes vereinigt, denn er war der Ansicht, menschliche Gestalten auf Bildern sollten dem Anblick der Uneingeweihten entzogen werden,
in deren Gegenwart sie die Augen nicht niederschlagen können. In diesen Sälen, alter Wangfu, wuchs ich auf. Man hatte Einsamkeit rings um mich aufgerichtet, damit ich in ihr groß würde und damit mein argloses Gemüt vom Schmutz menschlicher Seele nicht befleckt würde. Hielt man die aufgewühlte Flut meiner künftigen Untertanen von mir fern. Und es war niemandem erlaubt, auch nur an meiner Schwelle vorbeizugehen, denn man fürchtete, dieser Mann oder jene Frau könnten bis zu mir hin ihre Schatten werfen. Die wenigen betagten Diener, die man mir zugeteilt hatte, zeigten sich so selten wie möglich. Die Stunde drehten sich im Kreise, die Farben deiner Bilder belebten sich mit der Frühe und verblassten mit der Abenddämmerung. Nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, betrachtete ich sie und fast 10 Jahre lang habe ich sie jede Nacht betrachtet. Tagsüber saß ich auf einem Teppich, dessen Muster ich auswendig kannte, legte meine leeren Handflächen auf meine gelbseidenen Knie und träumte von den Freuden, die die Zukunft mir bescheren würde. Ich stellte mir die Welt und in ihrer Mitte das Land ein, gleich einer einförmigen, eingewölbten Handfläche vor, welche die Schicksalslinien der 5 Flüsse durchzogen und ringsherum das Meer, das die Ungeheuer gebiert, und dahinter die Berge, die den Himmel tragen. Und deine Bilder halfen mir, dass ich mir alles leichter vorstellen könnte. Du hast mich glauben gemacht, das Meer gliche der weiten Wasserfläche, die sich über deine Bilder breitet und so blau ist, dass ein Stein, der darauf fiele, sich in einen Saphir verwandeln muss. Und die Frauen öffneten und schlössen sich gleich den Gestalten, die vom Wind getrieben auf den Alleen deiner Gärten wandeln, und die schlanken jungen Krieger, die in den Grenzfestungen Wache halten, wären selber Pfeile, die einem das Herz durchbohren könnten. Als ich 16 Jahre alt war, sah ich die Pforten, die mich von der Welt trennten, sich wieder öffnen. Ich stieg auf die Terrasse des Palastes, um die Wolken zu betrachten, aber sie waren nicht so schön wie in deiner Abenddämmerung. Ich verlangte meine Sänfte, geschüttelt von den Straßen, deren Schmutz und deren Steine ich nicht vorhergesehen hatte, durchquerte ich die Provinzen des Reiches, aber ich fand darin nicht deine Gärten voller Frauen, deren Leib selber ein Garten ist. Die Kiesel an den Küsten haben mir die Ozeane verleidet. Das Blut der Hingerichteten ist weniger rot als der Granatapfel auf deinen Bildern. Das Gesindel aus den Dörfern lässt mich die Schönheit der Reisfelder nicht sehen. Das Fleisch lebender Frauen stößt mich ab, wie das tote Fleisch, das an den Schlechterhaken hängt. Und das gröhlende Lachen meiner Soldaten bereitet mir Übelkeit. Du hast mich belogen, Wangfu, alter Betrüger. Die Welt ist nur ein Haufen wirrer Farbflecken, von einem irren Maler auf das Leere geworfen und stets wieder ausgelöscht von unseren Tränen. Das Königreich Han ist nicht das schönste aller Königreiche, und ich bin nicht der Kaiser. Das einzige Reich, über das du zu herrschen der Mühe lohnte, ist dasjenige, in das du, alter Wang, auf dem Weg der 1000 geschwungenen Linien und der 10.000 Farben einzubringen vermagst. Du allein herrschst im Frieden über Berge, auf denen niemals der Schnee schmilzt, und über Felder nie verblühender Narzissen. Und deshalb, Wang Fu, habe ich dann über nachgedacht, welche Strafe dir werden soll. Dir, dessen Zauberwelt mir das, was ich besitze, schal gemacht und die Sehnsucht nach dem, was ich nicht besitze, in mir erweckt hat. Und um dich in das einzige Verlies einzusperren, aus dem du nicht entrinnen kannst, habe ich beschlossen, dass man dir die Augen ausbrenne. Denn deine Augen, Wangfu, sind die beiden Zauberpforten, die dir dein Reich öffnen. Und da deine Hände die 2 Straßen mit den 10 Abzweigungen sind, die dich ins Herz deines Reiches führen, habe ich beschlossen, dass man dir die Hände abschlagen. Hast du mich verstanden, alter Wangfu? Als Ling, der Schüler, diesen Urteilsspruch vernahm, riss er ein schartiges Messer aus seinem Gürtel und stürzte sich auf den Kaiser. 2 Wachen ergriffen ihn, der Sohn des Himmels lächelte und fügte in einem Seufzer hinzu: Und ich hasse dich auch deshalb, alter Wangfu, weil du Liebe zu erwecken vermagst.
Tötet diesen Hund. Ling tat einen Sprung vorwärts, damit sein Blut nicht das Gewand des Meisters beflecke. Einer der Soldaten schwang seinen Säbel und Lings Kopf löste sich von seinem Halse wie eine abgeschnittene Blume. Die Diener trugen seine Leiche hinaus und Wang Fu, so verzweifelt er auch war, bewunderte den schönen scharlachroten Fleck, den das Blut seines Schülers auf dem grünen Steinboden bildete. Der Kaiser winkte und zwei Eunuchen trockneten Wang Fu die Augen. Höre, alter Wang Fu, sagte der Kaiser, und trockne deine Tränen. Es ist jetzt nicht Zeit zu weinen. Deine Augen müssen klar bleiben, damit das wenige an Licht, das ihnen noch gegeben ist, durch deine Tränen nicht getrübt werde. Denn nicht nur wünsche ich aus Rache deinen Tod und will aus Grausamkeit dich leiden sehen. Ich habe andere Pläne, Wang Fu. Ich besitze in meiner Sammlung deiner Werke ein herrliches Bild, auf dem das Gebirge, die Flussmündungen und das Meer sich spiegeln, unendlich verkleinert zwar, aber mit einer Deutlichkeit, die jene der Wirklichkeit übertrifft. Wie Figuren in der Innenwand einer Kugel. Aber dieses Bild ist unvollendet, Wang Fu. Dein Meisterwerk ist noch skizzenhaft. Sicher hast du, als du im einsamen Tal saßest und maltest, auf einen Vogel gemerkt, der vorüberflog, oder auf ein Kind, das dem Vogel nachlief. Und der Schnabel des Vogels oder die Wange des Kindes ließ dich die blauen Lieder der Wellen vergessen. Du hast die Fransen am Mantel des Meeres nicht fertig gemalt und auch nicht das Algenhaar der Felsen. Wang Fu, ich will, dass du die lichten Stunden, die dir noch bleiben, darauf verwendest, dieses Bild fertig zu malen. Es wird so die letzten Geheimnisse enthalten, die du im Laufe deines langen Lebens gesammelt hast. Sicher werden deine Hände, die so bald fallen müssen, auf dem Seidenstoff zittern und durch die Schaffierung des Unglücks wird das Unendliche in dein Werk eingehen. Und sicher werden deine Augen so kurz vor dem Verlöschen ungeahnte Verhältnisse an den Grenzen der menschlichen Sinne entdecken. Das ist mein Plan, alter Wang Fu. Und ich kann dich zwingen, ihn auszuführen. Wenn du dich weigerst, werde ich alle deine Werke verbrennen lassen. Ehe man dich blendet, und dann wärst du gleich dem Vater, dessen Söhne hingemetzelt und dessen Hoffnungen auf Nachkommenschaft zerstört worden sind. Glaube mir aber, dass dieser letzte Befehl nur eine Wirkung meiner Güte ist. Wenn ich weiß, dass die Leinwand die einzige Geliebte war, die du je liebkost hast, und wenn ich dir Pinsel, Farbe und Tusche gebe, damit du dich in deinen letzten Stunden mit ihm beschäftigen kannst, ist es nicht anders, als wenn ich einem zum Tode verurteilten ein Freudenmädchen zum Geschenk mache. Der Kaiser winkte mit dem kleinen Finger und sogleich brachten zwei Eunuchen ehrfurchtsvoll das unvollendete Gemälde herbei, auf dem Wang Fu das Bild des Meeres und des Himmels entworfen hatte. Wang Fu trocknete seine Tränen und lächelte, denn diese kleine Skizze erinnert ihn an seine Jugend. Alles an ihr zeugte von einer Seelenfrische, auf die Wang Fu heute keinen Anspruch mehr erheben konnte. Aber dennoch fehlte ihr etwas, denn zu der Zeit, da Wang Fu sie malte, hatte er weder die Berge genügend betrachtet, noch die Felsen, die ihre nackten Flanken im Meer baden. Und auch das Traurige der Abenddämmerung hatte er noch nicht lange genug in sich eindringen lassen. Wang Fu wählte einen der Pinsel, die ein Sklave ihm darbot, und begann, breite blaue Farbbahnen über das unvollendete Meer zu legen. Ein Eunuch, der zu Füßen kauerte, rieb die Farben. Er tat diese Arbeit recht schlecht, und umso mehr trauerte Wang Fu seinem Schüler Ling nach. Wang fing an, die Flügelspitze einer Wolke, die über einem Berg schwebte, rosig zu färben. Dann setzte er kleine Kräuselfältchen auf die Fläche des Meeres, die das Gefühl der Heiterkeit noch vertieften. Der Jadeboden des kaiserlichen Saales wurde merkwürdig feucht, aber Wang Fu war ganz in seine Arbeit versunken und merkte gar nicht, dass er schon mit den Füßen im Wasser stand. Unter den Pinselstrichen des Malers wurde das zerbrechliche Boot größer und größer. Schon nahm es den ganzen Vordergrund auf der Seidenrolle ein. Aus der Ferne ertönte plötzlich das regelmäßige Geräusch der Ruder. Rasch und lebhaft wie ein Flügelschlag. Es kam näher und erfüllte sacht die ganze Halle. Dann hörte es auf. An den Rudern des Bootsmannes zitterten Tropfen. Lange schon war das glühende Eisen, das für Wangs Augen bestimmt war, auf dem Kohlebecken des Henkers erloschen. Die Höflinge standen bis zu den Schultern im Wasser und da die Etikette
die zur Unbeweglichkeit zwang, stellten sie sich auf die Zehenspitzen. Schließlich reichte das Wasser bis an das kaiserliche Herz. Die Stille war so groß, dass man Tränen hätte fallen hören. Da war doch Ling. Er trug wie immer sein Alltagsgewand und sein rechter Ärmel zeigte noch die Spuren eines Risses, den auszubessern er morgen vor der Ankunft der Soldaten keine Zeit mehr gehabt hatte. Aber um den Hals trug er eine sonderbare rote Schärpe. Leise sagte Wan Fu, während er weitermalte: Ich glaubte dich tot. Wie hätte ich sterben können, antwortete Ling ehrfurchtsvoll, da ihr am Leben seid. Und er half dem Meister, das Boot zu besteigen. Die Jadedecke spiegelte sich im Wasser, sodass Ling in einer Grotte zu rudern schien. Die Zöpfe der überfluteten Höflinge ringelten sich aus dem Wasser, auf dem wie eine Lotusblume das bleiche Haupt des Kaisers schwamm. Sieh, mein Schüler, sagte Wan Fu melancholisch. Diese Unseligen werden zugrunde gehen, wenn es nicht bereits geschehen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es in einem Meer genügend Wasser gäbe, um einen Kaiser zu ertränken. Was sollen wir tun? Habt keine Sorge, Meister, flüsterte der Schüler. Bald werden sie wieder auf dem Trockenen sein und sich nicht einmal daran erinnern, dass ihre Ärmel nass waren. Einzig der Kaiser wird ein wenig Meeresbitternis in seinem Herzen bewahren. Solche Leute sind nicht dazu geschaffen, sich ins Innere eines Gemäldes zu verlieren. Und er fügte hinzu, das Meer ist schön, der Wind günstig, die Seevögel bauen ihr Nest. Fahren wir, Meister, in das Land jenseits der Wogen. Fahren wir, sagte der alte Maler. Wan Fu ergriff das Steuer und Ling legte sich in die Ruder, ihr starker wie ein Herzschlag regelmäßiger Takt tönte aufs Neue durch die ganze Halle. Und schon sank unmerklich der Wasserspiegel um die großen senkrechten Felsen, die wieder zu Säulen wurden. Bald glänzten nur noch wenige Lachen in den Senken des Fußbodens. Die Gewänder der Höflinge waren trocken, nur dem Kaiser blieben ein paar Schaumflocken im Fransensaum seines Mantels zurück. Das Bild, das Wan Fu fertig gemalt hatte, stand gegen einen Vorhang gelehnt. Ein Boot nahm darauf den ganzen Vordergrund ein. Aber langsam entfernte es sich und über der feinen Spur, die es zurückließ, schloss sich das Meer. Schon war das Gesicht der beiden Männer, die im Boot saßen, nicht mehr zu erkennen. Nur Lings rote Schärpe war noch zu sehen und Wan Fus Bart flatterte im Wind. Der Pulsschlag der Ruder wurde flächer, dann hörte er in der Ferne erlöschend auf. Vorgeneigt, die Hand über den Augen, sah der Kaiser zu, wie Wangs Boot sich entfernte, das bald nur noch ein kaum wahrnehmbarer Fleck in der blassen Abenddämmerung war. Goldener Dunst stieg auf und verbreitete sich über das Meer. Schließlich schwenkte das Boot um einen Felsen, der dem offenen Meer vorgeschoben war. Der Schatten eines Riffes fiel über das Boot, die Spur erlosch in der unbelebten Wasserfläche und der Maler Wan Fu und sein Schüler verschwanden für immer auf dem blauen Jademeer, das Wan Fu erfunden hat.